So, und damit herzlich willkommen zu einem Infovideo. Hallo. Wir sind am Start. Wir sind gerade noch auf Community und machen Nether Jump 2, keine Ahnung. Ja, Infovideo weswegen? Weil, ja, letzte Woche kam exakt ein Video. Dafür haben wir aber letzte Woche gefühlt 4 Stunden gestreamt, 5 Stunden gestreamt oder sowas. Ja, safe. Hat den folgenden Grund, dass wir gerade Videos vom Aufwand her und zeitlich nicht unbedingt hinbekommen. Und streamen für uns einfach ist. Also wir streamen gerade einfach mehr. Wir sind quasi eher von jetzt zum Thema Stream übergekommen, also vor allem auf Twitch und auch auf YouTube. Und es ist einfach angenehmer zu streamen. Auch mal. Ja. Weil den Stream macht, man muss nichts vorbereiten, man muss nicht groß was anmoderieren. Ich mache gerade gerne die Streams aber mal für eine halbe Stunde, Stunde oder sowas mal an, wenn ich aber nur ein bisschen zock, einfach nur nebenbei. Weil es einmal kein großer Aufwand ist, den man hat. Ach so, so rum geht's lang. Und deswegen ist Streamen gerade für uns sehr, sehr viel angenehmer. Wir versuchen trotzdem ein Video die Woche noch zu bringen. Und was für ein Video ist, vielleicht wird vielleicht immer ein bisschen special werden, wird sich zeigen. Vielleicht auch mal zwei Videos, wenn ich noch ein Overwatch-Video mache oder so. Zweimal zwei Videos pro Woche kommen, aber sonst werden wir sehr, sehr viel streamen. Und gerade wenn wir auf YouTube streamen, werde ich versuchen darauf zu achten, dass ich Musik drin habe, die YouTube nicht wegstrikt. Also Content-Free-Musik hat bei Tobi. Ist man sich da nie so sicher, ob er das macht. Ich mach das, worauf ich Lust habe. Nee. Deswegen, also meine ist, wenn ich streame, werden die Streams meistens auf YouTube oben bleiben. Heißt, ihr könnt euch die Streams trotzdem angucken dann im Nachhinein. Es sind dann halt keine gecutteten Videos, sondern halt dann mal eine Stunde einfach nur trockener Stream. Aber auch da könnt ihr euch ja dann einfach nur die Gameplay-Szenen, kurz immer so eine Gameplay-Szenen springen. Ist ja an sich, ihr kriegt das hin, ihr seid ja große Community und so. Auf alle Fälle ist es quasi auch nur ein kurzes Infovideo gewesen darüber, dass wir jetzt mehr streamen, weniger Videos dafür dadurch kommen, aber die ganzen Streams meistens auf YouTube gerade online bleiben. Und ihr somit immer wieder trotzdem uns sehen könnt. Und ihr dürft auch gerne noch verbreiten, dass es uns gibt. Ja. Weil unsere Community wächst irgendwie nicht mehr und besteht gefühlt aus 2 Leuten. Was irgendwie traurig ist. Ja, die beiden fühlen sich auch angesprochen jetzt hoffentlich. Ja, ich glaube, die beiden wissen, wer gemeint ist. Also. Servus Jack, Servus Kirito. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Also, so vor einem Monat oder so ging es ja echt gut vorwärts, aber. Es ist tatsächlich einfach weniger geworden, so von den, also nicht vor allem, also Abos werden es nicht mehr und aber auch irgendwie von den Kommentaren oder sowas, die immer in den Videos sind, sind es einfach weniger. Ist schade eigentlich, weil ich meine, man macht halt so einen extremen Aufwand und dann. Deswegen ist das für uns auch gerade, dass wir einfach gerade sagen, wir streamen einfach, weil das ist für uns ein bisschen weniger Aufwand. Wir haben an sich ungefähr gleich viel davon. Also es wird tatsächlich aber auch sein, dass wir nicht nur Minecraft streamen. Sondern wir sind gerade, wenn wir auf Twitch streamen oder sowas, was wir übrigens immer bekannt machen, also es wird auf YouTube immer ein nettes kleines Wir sind live auf Twitch Video geben. Dass wir immer online schalten, wenn wir auf Twitch sind, live sind dann. Und im besten Fall gibt's dann auch noch auf beiden Plattformen eigentlich einen Stream, oder? Im besten Fall gibt's gerade bei Minecraft oder sowas. Wenn gewünscht. Wenn gewünscht, dann macht man auf beiden Plattformen den Stream an. Das ist ja nicht das Problem. Und dann werdet ihr quasi trotzdem mit Content von uns zugeballert, aber halt nicht mehr Video, sondern Stream. Was für uns auch dann eher angenehm ist, weil wir können dadurch auch leichter mit euch interagieren. Heißt, wenn ihr aber mal in Twitch oder dann Twitch-Stream kommt oder in Chat dann immer schreibt, dann kann man einfach sich auch mal, finde ich, an sich besser unterhalten als immer über die Kommentare. Nehmen wir den Ausblick zu dem großen Baum da unten. Lassen unsere YouTube-Karriere da hinten liegen. Und springen hinab zu unserer neuen Stream-Karriere.
Was ein episches. Oh mein Gott, Alter. Ja, ihr merkt, heißt. wir sind immer noch Sabes, wir sind immer noch genau so behindert wie davor. Es hat sich nichts geändert. Es gibt es jetzt nur noch in noch längere Videoform. Also dann, man sieht sich in den Streams. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, dass wir dann quasi Videos etwas reduzieren, weil Stream und 3 Videos die Woche ist einfach nicht drin und Stream macht uns einfach gerade viel mehr Spaß. Aber was ihr auch dazu bedenken müsst, die Qualität von den Videos, die wird natürlich ein bisschen steigen, weil das war ja schon auf einem High Level, es kann ja nicht mehr so viel steigen, aber ich meine, man kann ja jetzt mehr Zeit in ein Video stecken. Also von dem ja, das stimmt tatsächlich. Aber wir werden tatsächlich, Stream macht uns einfach gerade mehr Spaß. Ja. Aber es ist, naja. Und in den Streams steckt auch Arbeit, so sieht man ja auch Design Stream. Und so. Auch in den Streams, also Tobi hat allein am Twitch-Design irgendwie 4 Stunden lang rumgewerkelt, 5 Stunden? Ja, auf jeden Fall, Mann. Arbeit, sowas. Irgendwie sowas. Wir sehen uns in den Streams und wahrscheinlich vielleicht noch in einem Video diese Woche. Mal schauen, ob wir noch eins machen. Ja, Upload-Plan gibt es jetzt auch nicht mehr. Oder? Nee, einen Upload-Plan, wir werden vielleicht, was wir sagen, immer. Also ist echt so, wie wir Lust haben, oder? Ja, schon, aber ich würde halt vielleicht sagen, dass wir so gegen Freitag, Samstag das Video dann hochladen, oder? Ja, sowas. Peace out, bis zum nächsten Video. Oder Stream. Genau. Man sieht sich. Tschüss.